Also wenn die Mühlen der Gerechtigkeit genauso langsam mahlen wie hier, ja dann gute Nacht. Alles klar, danke. Sehen Sie nicht, was der mir angetan hat? Ich bin für mein Leben gezeichnet und dann droht der mir mit dem Feuerzeug. Nein, das habe ich aus Versehen mitgenommen. Herr Sachs, kommen Sie mit. Wir gehen schon mal rein. Ihr Name ist Tassilo Sachs. Sie sind geboren am 5. Mai 1980 in Köln. Ledig, wohnhaft in Wesseling, sind selbstständiger Konditor mit einem monatlichen Nettoeinkommen von 2.200 Euro. Vorbestraft sind Sie nicht. Nein. Dann darf ich um die Verlesung der Anklage bitten. Der Angeklagte Tassilo Sachs lieferte am 7. Juli 2023 gegen 18.30 Uhr auf dem Anwesen Köln-Marienburg, Sohlstraße 22, für die dort stattfindende Geburtstagsfeier für Clarissa Schuster eine von ihm als Konditor hergestellte Geburtstagstorte ab. Angeboten und bestellt war neben der Torte eine Feuershow, bei der die Kerzen der Torte vom Angeklagten als Feuerspucker angezündet werden sollten. Zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr übergoss der Angeklagte die Torte heimlich mit 60-prozentigem Strohrum. Gemäß seinem Tatplan präsentierte er um 19 Uhr im Gartenpavillon des Anwesens die Torte und entzündete die Kerzen. Durch den hochprozentigen Rum entstand eine Stichflamme, die das Kleid der unmittelbar neben der Torte stehenden Clarissa Schuster in Brand setzte. Diese erlitt Verbrennungen zweiten Grades am rechten Arm sowie Verbrennungen ersten Grades an Gesicht, Hals und Kinn. Durch den Brand wurde der Gartenpavillon komplett vernichtet. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 2.480 Euro. Tassilo Sachs wird daher wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung angeklagt. Strafanträge wurden form- und fristgerecht gestellt. Danke sehr, Herr Sachs. Sie haben die Anklage eben noch mal vernehmen können. Sie sind Angeklagter, deshalb müssen Sie vor Gericht nichts sagen. Es steht Ihnen frei. Sie können sich selbstverständlich äußern, wenn Sie das möchten. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann sagen Sie uns, was Sie zur Anklage zu sagen haben. Tattag war 7. Juli, es ging um eine Geburtstagsfeier. Ich bin also unschuldig, das muss mir jemand anhängen wollen. Hä, wieso anhängen? Inwiefern? Ich meine, Sie haben doch die Torte, diese Kerzen entzündet. Ich konnte nichts dafür, dass die Torte in so einer Stichflamme aufging. Also ich habe da mit Sicherheit keinen Strohrum drüber gegossen. Aber Tatsache ist doch, dass die Clarissa Schuster Verbrennungen zweiten Grades am Arm hatte und leichtere Verbrennungen Hals, Kinn, Gesicht. Wie kommt es denn aus Ihrer Sicht zu derartigen Verletzung? Keine Ahnung, wirklich nicht. Also es tut mir auch sehr leid. Aber ich habe diese spektakuläre Vorstellung schon mehrfach erfolgreich aufgeführt. Und da ist bis jetzt noch nie was passiert. Aber das verstehe ich irgendwie nicht. Eigentlich wird doch so eine Torte reingetragen und die Kerzen sind an. Ist es nicht ungewöhnlich, dass die jetzt erst dann angezündet werden, wenn die da reingetragen wird? Sie sagen es normalerweise, aber das war ja Teil der Show, dass ich die Kerzen mit dem gezielten Feuerspein anzünden möchte. Mhm. Ah, okay. Gut, ich möchte an dieser Stelle mal zwei Fotos der ermittelnden Beamten einführen. Da haben wir zum einen, das ist die Torte, das ist jetzt weniger wichtig, außer der Vielzahl von Kerzen. Und dass da so ein Marzipan- oder Fondantmantel außen drum rum ist, da komme ich dann noch später dazu. Und dann haben wir auch ein Foto des abgebrannten Pavillons. Ja, das hätte auch schlimmer ausgehen können, wenn man das letzte Bild so sieht. Gut, und dann gibt es noch eine Überwachungskamera, die auf dem Grundstück installiert war. Und die zeigt zwar nicht das Entzünden dieser Geburtstagstorte, aber das zeigt das Geschehen kurz vor und es zeigt das Geschehen kurz nach der Tat. Das ist am 7. Juli, fängt das um 19 Uhr an, das ist der erste Teil. So, da sieht man sie, wie sie dann die Torte durch den Garten schieben. So, das war der erste Teil und 19.10 Uhr ist dann der zweite Teil. Das sieht man dann offensichtlich schon, die Frau Schuster, die Schmerzen hat am rechten Arm. Jetzt noch mal, können Sie erklären, was da passiert ist? Eigentlich wollte ich die Torte mit einem gezielten Feuerspei anzünden, aber dann ging es ein bisschen schief. Gut, ja. Die Kriminaltechniker haben dann die Torte oder die Reste von der Torte noch untersucht und man hat festgestellt, dass in dieser Ummantelung, was ich gerade schon eben gesagt habe, dass diese Ummantelung eben reichlich mit brennbarem, hochprozentigem Strohrum getränkt worden ist. Ist es zutreffend, dass man solchen
solchen Strohrum auch in der Bäckerei oder Konditorei benutzt? Nochmal, ich habe keinen Strohrum drüber gegossen. Okay, aber Sie haben doch die Torte mitgebracht und Sie hatten so auch als Einzige die Möglichkeit, den Rum da drüber zu machen. Wer hätte es denn sonst tun sollen? Und außerdem war Ihnen doch klar, was das für ein Auslöser ist, wenn man da Feuer dran gibt. Nochmal, ich habe diese Torte, wurde explizit ohne Alkohol bestellt und ich habe mich da auch dran gehalten. Okay. Also nochmal, es war Alkohol drin. Ja, ja, habe ich ja gerade eben gesagt, hat die Kriminaltechnik festgestellt. Was ich mich frage, muss man so hochprozentigen Alkohol nicht riechen? Ich war erkältet und vielleicht wissen Sie ja, wie es dann mit dem Riechen ist. Ja, und wie kommt es, dass diese leere Flasche Rum, die wurde genau in dem Teil da in der Küche des Hauses gefunden, wo Sie die Torte vorbereitet haben. Da wurde die leere Flasche Rum gefunden. Ja, das heißt aber eben nicht, dass er sie zwangsläufig über die Torte gekippt hat, den Rum, die leere Flasche. Also, ne, nach den Ermittlungen, Ihr Geschäft lief nicht gut. Sollte vielleicht Ihr letzter Auftritt sein, ja? Und Sie wollten mit so einem richtigen Wumms die Bühne verlassen? Ach, so ein Blödsinn. Aha. Es muss jemand in der Küche gewesen sein und den Rum über die Torte gekippt haben, als ich nicht da war. Ist klar. Mhm. Wo waren Sie denn nicht da? Na, ich musste mal. Hören Sie, ich wurde dorthin bestellt und ich hatte auch gar keinen Grund, dieses zu tun. Im Gegensatz zu so manch anderen. Kaum einer konnte die doch leiden. Und woher wissen Sie das alles? In anderen? Ich habe gleich gemerkt, als ich angekommen bin, dass zwischen der Gastgeberin, ihrer Tochter und der Schwiegermutter erhebliche Spannungen gab. Die Tochter hatte mich dorthin bestellt. Vielleicht hat die ja den Rum über die Torte gegossen. Zumindest habe ich sie in die Küche gehen sehen, als ich auf Toilette bin. Und das Geburtstagskind, das kannte ich überhaupt noch gar nicht. Ach, hören Sie auf, das stimmt doch gar nicht. Sie hatten hier Anfang Juli hatten Sie doch miteinander zu tun. Sie waren doch in der Bank der Geschädigten und Sie haben einen Kredit beantragt und der ist Ihnen von der Geschädigten nicht gewährt worden. Ist es nicht so? Das ist doch gerade eine Lüge gewesen. Ja, und deswegen setze ich doch noch niemanden in Brand. Ja, nee, aber es ist doof, wenn man hier sitzt und sich entscheidet auszusagen und dann direkt lügt und zack, erwischt wird. Er kennt Sie nicht persönlich besser. Er hat Sie immer getroffen in dem Zusammenhang, aber er kennt Sie halt persönlich nicht besser. Das meine ich. Naja, das hat er aber nicht gesagt. Das haben Sie nett für ihn jetzt versucht zu retten. Das hat er nicht gesagt. Als ich engagiert wurde, wusste ich noch nicht mehr, wer das Geburtstagskind ist. Ah. Und Schuster. Schuster gibt es ja Tausende. Gut, drei davon sind als Zeugen geladen heute. Gott sei Dank nicht mehr. Es sind noch Fragen an den Angeklagten. Keine, danke. Gut, dann können Sie neben Ihrem Verteidiger Platz nehmen. Dann hören wir als erste Zeugin Clarissa Schuster. Clarissa Schuster, bitte. Frau Schuster, sind Sie so nett? Kommen bitte nach vorne. Guten Tag. Nehmen Sie Platz, Frau Schuster. Wir haben Sie als Zeugin geladen, weil wir mit Ihnen sprechen wollen. Bitte beachten Sie bei Ihren Antworten, dass Sie wahrheitsgemäß antworten und nichts Falsches erzählen, weil das eine Straftat wäre. Ja, falsche Zeugenaussage vor Gericht ist strafbar. Sie heißen Clarissa Schuster, 55 Jahre alt, Sie sind verwitwet, wohnhaft in Köln-Marienburg, sind Abteilungsleiterin bei der Altarana Bank, mit dem Angeklagten weder verwandt noch verschwägert. Nein. Gut, dann erzählen Sie uns doch bitte mal, wie Sie die Geschehnisse an Ihrem 55. Geburtstag am 7. Juli erlebt haben. Ja, wir wollten meinen Geburtstag im Garten feiern und meine Tochter hatte eine tolle Geburtstagstorte mit einem Feuerkünstler engagiert und ich war ganz überrascht, dass meine Tochter dazu in der Lage ist, so was Originelles mir zu schenken. Das hat sich dann aber schlagartig geändert, oder? Ja, weil dieser Typ alles verdorben hat. Wir standen im Garten und dann hat uns meine Tochter in den Pavillon gebeten und leider Gottes, diese Torte wurde dann in die Mitte des Pavillons geschoben. Und dann wollte der die Kerzen mit einem Feuerspei anzünden, aber anstelle der Kerzen ging direkt die ganze Torte in Flammen auf. Sofort eine Stichflamme kam da und ich stand ja direkt daneben und mein Kleid hat sofort Feuer gefangen. Mein rechter Ärmel war sofort am Brennen. Ja, nach der Bescheinigung der Klinik, in der Sie versorgt wurden, hatten Sie Verbrennungen zweiten Grades, auch mit Bläschenbildung am rechten Unterarm, etwa 12 mal 8 cm groß, sowie leichtere Verbrennungen ersten Grades an Hals, Kinn und Wange. Leichte Narbenbildung ist nicht auszuschließen. Wie ist es jetzt, Frau Schuster? Ja, was ist das für eine Frage? Mir geht es natürlich gar nicht gut. Also diese Narben werden mich mein Leben zeichnen. Also ich werde diesen schrecklichen Tag nie vergessen. Also nur weil der so eine absolute Null ist.